wie lange dauert das denn hier noch? Mein Azubi geht schlecht. Ja, unser Arzt ist gerade in Behandlung. Ich sag ihm sofort Bescheid. Ja, ich bitte drum. Aber bitte ganz schnell. Weiter. Einmal hinlegen. Der Malermeister macht sich große Sorgen um seinen Lehrling, der schon seit Wochen über starke Kopfschmerzen klagt. Heute kam es dann zu einem folgenschweren Arbeitsunfall. Ich war halt bei den Schmitz, ich sollte die Decke streichen und dann wurde mir so schwindelig und schwarz vor Augen auf der Leiter und dann bin ich runtergefallen. Hab's knallt und bin dann rüber und dann nachher da schon. Und Pinsel am Kopf und kann mir das nicht erklären. Der Chef hat noch von unterwegs die Mutter seines Auszubildenden verständigt, die sich sofort auf den Weg gemacht hat. Einzelhandelskauffrau Theresa ist alarmiert und kann auch durch den behandelnden Arzt Dr. Reinhard Schuster nicht wirklich beruhigt werden. Das ist ja nur eine ganz kleine, oberflächliche Hautabschürfung. Eigentlich sieht man da überhaupt nichts. Der Pinsel war ja auch weich und es ist ja auch keine spitze Kante dran. Hey Sebastian. Insofern. Hallo Mama. An dem Pinsel ist halt sehr auffällig, dass da viel geronnenes Blut ist. Und er hat eigentlich praktisch nur eine ganz leichte Hautabschürfung. Nehmen Sie gerinnungshemmende Medikamente oder Aspirin? Ja, ich habe in den letzten Tagen immer 2-3 Aspirin genommen gegen diese wahnsinnigen Kopfschmerzen. Ja. Aspirin hemmt das Zusammenlagern der Blutplättchen, der sogenannten Thrombozyten. Und das hemmt natürlich, dass sich sozusagen ein Tropfen bildet, der die Blutungsquelle abschließt. Da nun die Mutter vor Ort ist, macht sich der Chef des 17-Jährigen wieder auf den Weg zur Arbeit. Während der weiteren Untersuchung fallen dem Arzt die geweiteten Pupillen seines Patienten auf. Eine Ursache dafür könnte der Konsum von Rausch oder auf Putschmitteln sein. Außerdem Aspirin gar keine Medikamente, oder haben Sie? Doch, ich habe 30er Glubi habe ich genommen, aber die haben nicht geholfen. Und dann habe ich hier so ein anderes homöopathisches Mittel, das Belladonna-Extrakt, habe ich geholt. Belladonna? Aus dem Internet extra bestellt. Aber das hat dann auch nicht wirklich ganz so lange geholfen. Deswegen habe ich dann angefangen, auch noch die Aspirin zu nehmen, damit diese Kopfschmerzen endlich weggehen. Seit Wochen fressen die mich. Sag mal, wieso nimmst du denn aus dem Internet irgendwelche Medikamente? Da muss man doch zum Arzt gehen. Das ist doch nur pflanzlich, Mama. Das ist doch nichts Schlimmes. Oh. Das ist zwar pflanzlich, dieses Extrakt, also diese Globuli, das ist relativ harmlos. Aber das Extrakt, das ist ein Extrakt aus der Tollkirsche und das ist wirklich giftig. Und das erklärt auch die erweiterten Pupillen, die Mundtrockenheit und die Hautrötung und den erhöhten Puls. Das ist, sind die Anfangssymptome einer Vergiftung mit Tollkirsche. Aber im Internet stand, dass es gegen Kopfschmerzen helfen soll. Ja, also da steht ja viel im Internet. Können da irgendwelche organischen Schäden bleiben? Nein, das ist zwar alles möglich, aber da braucht man viel höhere Dosierungen. Er hat jetzt nur die Anfangssymptomatik. Wir geben das Gegengift, das Physostigmin, und dann ist das komplikationslos. Wie Dr. Reinhard Schuster im Gespräch mit der Mutter erfährt, ist der 17-jährige Sebastian schon seit Monaten lustlos, hat kaum Appetit und trifft sich nicht mehr mit Freunden. Da keine medizinische Ursache für seine anhaltenden Kopfschmerzen zu finden ist, vermutet der Arzt ein seelisches Problem und empfiehlt, einen Familienhelfer zu Rate zu ziehen. Einige Tage später begleitet die 42-Jährige ihren Sohn daher zu seinem Ausbildungsplatz, wo sie mit Sozialpädagoge Jochen Klein verabredet sind. Die Verkäuferin fürchtet, dass Sebastian hier gemobbt wird und deshalb ständig über Kopfschmerzen klagt. Wir gehen da mal rein. Ja, aber du weigerst dich ein bisschen, oder? Ja, man bekommt hier sein Handy abgenommen. Man darf dann währenddessen nicht am Handy, nur in den Pausen mal vielleicht 10 Minuten. Ach, und wir sind nicht im Mittelalter, wir sind in der modernen Zukunft. Man sollte wenigstens sein Handy behalten dürfen. Okay, pass auf. Wir nehmen uns mal ein Hilfsmittel, ja? Der Sozialpädagoge kennt Sebastian bereits. Jochen Klein half dem 17-Jährigen nach dem Abbruch seiner Mechatroniker-Ausbildung, die neue Lehrstelle in diesem Malerbetrieb zu finden. Aber auch hier scheint der Teenager, der sonst im Leben gut zurechtkommt, plötzlich größte Probleme zu haben. Hier unten ist die Angst sehr groß. Das Unwohlsein, deine Kopfschmerzen, ja? Ja. Das ist alles ganz groß. Und hier nach oben wird das immer weniger. Okay. Und wenn wir jetzt zusammen da reingehen, dann erzählst du mir an jeder Stelle, an der du dich unwohl fühlst, an welchem Punkt du dich gerade bewegst. Okay. Mit der Angstpyramide wollte ich Sebastian die Möglichkeit geben, bewusster mit seinen Gefühlen, seiner Angst, seinem Unwohlsein umzugehen. Die Möglichkeit,
Angst, anders zu begegnen, sie nicht mehr nur als ein diffuses Etwas zu sehen, was plötzlich auf einen herniederbricht, sondern sie eher als ein flexibles Gebilde zu sehen, was mal größer und mal kleiner ist. Dadurch kann die Angst schon ihre Macht verlieren. Hier draußen ist bei Sebastian noch alles im grünen Bereich und Angst hat er kaum. Das ändert sich jedoch schlagartig, als sich der Lehrling von seinem Handy trennen muss und seinem Arbeitsplatz Schritt für Schritt näher kommt. Komm mal noch einen Schritt. Nee. Was ist los jetzt? Nee, der Hund drin. Das ist ein Riesenvieh. Wie soll ich da reingehen? Der Ding frisst mich in einem Happen auf. Ist der immer da? Der ist immer da. Okay. Mach dir einen Vorschlag. Ich gehe vor, ich gucke, ob der Hund gesichert ist. Ja? Da war zum einen das Problem mit dem Handy. Er hat sich geärgert, dass er das jeden Tag abgeben musste. Und das kann natürlich bei einem Jugendlichen schon dazu führen, dass er sich an dem gegebenen Ort dann nicht mehr wohlfühlt. Dann gab es noch einen großen bellenden Hund. Und man darf natürlich die Angst vor Tieren nicht unterschätzen. Der Hund ist angeleint, es kann überhaupt nichts passieren. Und außerdem ist das ein ganz lieber Hund. Nachdem der 17-Jährige auch diese Hürde genommen hat, möchte Sozialpädagoge Jochen Klein mehr über Sebastians Arbeit erfahren. Schließlich kann eine Tätigkeit, die nicht den persönlichen Neigungen entspricht, über kurz oder lang Frust und auch Angst auslösen. Was entsteht denn jetzt? Lila. Ganz einfaches Lila. Okay. Und je mehr Blau ich beimische, desto dunkler wird's. Und je mehr Rot ich beimische, desto heller wird's. Und wenn du jetzt Blau mit Gelb mischen würdest, was hätten wir dann? Grün. Ich finde das ziemlich gut, wie du mit den Farben umgehst. Und ich finde das auch toll, dass dir das so einen Spaß macht. So toll ist es jetzt nun auch wieder nicht geworden, muss man ja jetzt auch ehrlich mal sagen. Ja, aber ich finde das schon klasse, wie du das machst. Frau Kreiser, haben Sie eigentlich schon mal gesehen, wie Ihr Sohn mit Farben umgeht? Nee, das ist jetzt das erste Mal, muss ich gestehen. Sieht schon irgendwie ganz hübsch aus, aber das ist jetzt keine Kritik, Sebastian. Aber ich denke jetzt eher an deinen Chef, ob dem das recht ist. Wie wäre es denn, wenn wir den einfach dazu holen? Ja, das ist nein, auch meine Überlegung. Der Chef hat genug zu tun. Den sollten wir jetzt nicht unbedingt deswegen stören. Komm, wieso denn? Der Chef, der hat doch gesagt, er ist für dich da. Ja, aber ich möchte nicht wegen sowas jetzt belästigen. Das sind jetzt nur drei Farben. Das ist ja jetzt nicht irgendwie die Welt oder so. Die Aktion im Farbenlager hat mir gezeigt, dass ich der Problematik von Sebastian auf der Spur war. Es hatte etwas mit seinem Chef zu tun und deshalb war es mir wichtig, ihn dazu zu holen, um zu sehen, wie Sebastian sich in seinem Beisein verhält, wie er auf ihn reagiert. Ich bin total begeistert, wie er mit Farben umgeht. Ja, da hat er Händchen für. Ja, ist da hat er echt ein Händchen für. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte selten so einen super Azubi. Also, Mann, was willst du eigentlich andauernd? Immer dieses Loben. Jedes Mal. Ach, bei den Meyers hast du das schön gemacht. Bei den Millers hast du es auch sehr gut hingekriegt. Loben, 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 loben. Der will mir doch einfach nur an die Wäsche jetzt mal ernsthaft. Also mal halblang. Also halblang. Er hat nichts anderes getan, als dich gelobt. Ja. Ja? Und jetzt würde ich gerne von Ihnen wissen, Frau Kreiser, wie gehen Sie eigentlich zu Hause mit Lob und Anerkennung um? Ja, Lob und Anerkennung, okay. Also wir wollen ja wirklich, dass der Sebastian vorwärts kommt, dass er seine Ausbildung durchzieht. Das ist jetzt die zweite Ausbildung und er hat die erste gecancelt. Deswegen spornen wir ihn eher an, dass er wirklich seine Arbeit macht und dass er sorgfältig bleibt, dass er gewissenhaft ist. Also er macht wirklich sehr gute Arbeit. Ja. Deswegen bin ich ein bisschen überrascht, dass er mir so Vorwürfe hier macht. Ja, also ich bin glücklich vergeben. Hallo, wir haben keine, also ich habe kein Interesse an dir. Sebastian, löst das was bei dir aus, wenn du gelobt wirst? Was soll das sein? Ich kenn's nicht. Vielleicht liegt das ja wirklich auch ein bisschen an mir. Also so richtig loben, wie der Herr Kilian das gemacht hat, habe ich dich eigentlich nie, gell? Wenn wir ehrlich sind, Sebastian. Also ich habe ihn eher immer angespornt, dass er seine Arbeit sorgfältig und gewissenhaft macht. Sebastian hat nie gelernt, mit Lob oder Anerkennung umzugehen. Er hat das noch nie erfahren. Und jetzt hat er plötzlich einen Chef, der ihn häufig lobt und ihn häufig bestätigt in dem, was er tut. Und für Sebastian ist das eine vollkommen neue Situation. Die ist ihm unbekannt, das hat er noch nie erlebt. Und das macht ihn Angst, verunsichert ihn. Und das gipfelte tatsächlich in einer Angst vor Arbeit. Im Fachjargon heißt das Ergophobie. Wir können, wenn es dir wichtig ist, natürlich auf jeden Fall daran weiterarbeiten. Das sollten wir auf jeden Fall tun. Das ist mein Rat, den ich dir gebe, denn sonst
wirst du immer da drin hängen und nie damit umgehen können. Es ist natürlich nicht einfach, eine Ergophobie zu erkennen. Wenn man persönlich drinsteckt, fällt es einem meistens noch viel schwerer. Man kann es nicht formulieren, in Worte fassen. Wenn man aber tatsächlich das Gefühl hat, man stellt Herzrasen fest oder komische körperliche Reaktionen, dann sollte man auf jeden Fall erstmal zu einem Arzt gehen und sich untersuchen lassen, ob es nicht tatsächlich körperliche Ursachen sind. Und wenn der einem bestätigt, dass das nicht der Fall ist, dann auf jeden Fall die Bitte, zum Therapeuten zu gehen und sich da Hilfe zu holen. Mach weiter, du kannst was werden, richtig gut sogar. Wie geht's dir jetzt gerade? Besser. Schon was besser. Und wenn wir die Angstskala nochmal nehmen, wo würdest du sagen, wo stehst du jetzt gerade? Bei der 2. Bei der 2. Also schon ziemlich weit oben. So ein guter Ansatz, um weiterzumachen jetzt, oder? Ja. Cool. Gut. Das wird jetzt noch eine Zeit dauern, denn für ihn bedeutet das eine komplette Umstellung seines Verhaltens mit diesem Problem. Er muss jetzt lernen, Mut zu finden, er muss Selbstvertrauen gewinnen und da werden wir noch einige Zeit mit zu tun haben. In mehreren Sitzungen mit Sozialpädagoge Jochen Klein lernt der 17-Jährige, seine Ängste abzubauen und Anerkennung zu akzeptieren. Inzwischen hat Sebastian verstanden, dass Lob auch ohne Hintergedanken ausgesprochen werden kann. Die Ausbildung in dem Malerbetrieb will der Teenager unbedingt abschließen. Die Arbeit liegt ihm und das Betriebsklima ist gut.